Tina und die Schlange auch noch umgebracht. Und sie gibt keine Gegenstände, okay. Oh, halt gut, einen Haufen Gold, Haufen Erfahrung, die Summa wieder nicht kriegt. Eieieiei. Das ist schade, ja, das ist schade. Aber ich sag's mal so, so viel kommt eh nicht mehr. Und sie steckt halt immer einen Haufen Schaden ein, wie man sieht. Sie ist jetzt schon extrem hinterher. Das ist schade, ja. Aber was soll ich machen? Wenn das halt so ist, dann ist es halt so. Ja. Beim Ganymed fand ich es schon schade, es waren nur 1000, jetzt waren es fast 5000 Erfahrungspunkte, die jetzt einfach mal hinterher hängt. Naja. Naja, gut. Es sind nur Zahlen. Das war beeindruckend, Justin. Jetzt bleibt nur noch die letzte Prüfung übrig. Alles stimmt. Alles, was zurückbleibt, ist die letzte Prüfung. Moment, das Monster war noch nicht die letzte Prüfung. Naja, für einen Krieger wie uns kann nicht die er kann eine Prüfung, die mit wahrer Kraft zu bekämpfen ist, nicht die letzte sein. Von hier an, Justin, müssen wir an einen Platz, wo Männer wie du und mich geprüft werden. Lass uns gehen, Justin. Ja. Und schon wieder Schluck auf. Können wir jetzt eigentlich wieder runtergehen? Ich glaube nicht. Oder? Doch. Wir können wieder den Turm verlassen. Aber wäre nicht sinnlos jetzt. Ja, wobei... Es wäre gar nicht mal so sinnlos. Es wäre wirklich gar nicht mal so sinnlos, weil ich weiß nicht, wenn wir aus dem Turm rauskommen, ob wir dann geheilt sind. Die Gegner werden so oder so wieder da sein, aber ob wir den geheilt sind, ist die Frage. Und naja, ich möchte alles ungern nochmal machen. Und die Schlange, ja. Die war schon recht deftig. Die hat mir am Ende halt nochmal einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht, dass ich es so wieder beleben könnte. Aber was soll ich machen? Riskieren, dass Fina stirbt? Und damit sie die Erfahrungspunkte auch nicht kriegt? Niemals. Aber Justin, Fina würde ich es dann glaube ich schon nochmal probieren, aber bei Su... ja, naja. Ich meine, es ist nur ein Level. An Heim war sie halt ein bisschen mehr, hätte ich gesagt. Nee. So, zahlen wir hier. Speichern wir hier. Genau, nicht vergessen. Wow, 20 Minuten haben wir gebraucht. Schön heftig. Oh, Viertelstunde vielmehr. So, machen wir jetzt die letzte Prüfung. Ja, die Schlange war aber schon echt empuft. War alles ein bisschen schneller, alles ein bisschen deftiger. Hätte ich glaube ich auch so gemacht. War aber auch nicht ganz easy. Hat man wieder ein bisschen Glück gebraucht. Und ja. Aber ganz gut so. Fand ich okay. Genau richtiger Gegner. Was ist das? Ist das eine Sackgasse? Wo ist der Speer der Helden? Justin, alles endet hier im Raum der Spiegel des Schicksals. Dieser Raum selber ist des Turms wahre letzte Prüfung für den Helden. Die letzte Prüfung? Die Prüfung ist auf der Steintafel geschrieben. Du liest sie besser durch, Justin. Na dann, Prost und Mahlzeit. Hey, Gatwin, es sagt irgendwas, aber ich habe keine Idee, was sie sagen könnte. Die Steintafel besagt... Wer wünscht, dir das Schicksal zu ändern, wählt entweder den Spiegel des Mondes oder den Spiegel der Sterne. Der eine führt in die Zukunft, der andere in das Land des Todes. Heißt das, wenn du den falschen Spiegel nimmst, dann wirst du sterben? Wusstest du das von Anfang an, Gatwin? Gatwin ist wie einer. Er sagte, er könne Deid nicht retten. Naja, vielleicht war das, was er wirklich meinte. Keine Angst, Justin. Ich werde nicht zulassen, dass du stirbst. Ich werde zuerst ins Spiegel gehen. Warte, Gatwin. Was, wenn du den falschen Spiegel genommen hast? In diesem Fall, Justin, wirst du in den anderen Spiegel gehen. Er wird mit Sicherheit in die richtige Zukunft führen. Du bist ein Idiot, Gatwin. Ich will nicht das nicht hören.
Das würde heißen, du wärst gestorben. Gott, wenn du machst Witze. Wolltest du das von ganz vom Anfang machen? Ihr wart vorbeiziehende Reisende und entscheidet uns zu helfen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und mach nicht so ein Gesicht. Falls ich sterben sollte, wird es an dir liegen, Justin, Dite zu retten. Stirb nicht, Gatwin. Jeder Mann muss irgendwann sein Leben lassen. Moment, was? Gatwin, du wirst bestimmt zurückkommen. Wir werden beten um den Schutz der Geister. Mein Name ist Gatwin, Steintafel. Ich nehme den Spiegel des Mondes. Öffne dich, Mondspiegel. Leb wohl, Justin. Gatwin. Ja, vielleicht noch ein bisschen Butter, Schmieröl, Fett oder sonst was? Was passiert, Gatwin? Ich passe nicht durch, der Spiegel ist zu klein für mich. Ach komm schon, Gatwin. Ich hatte so viel Vertrauen in dir. Das ist nicht witzig, Justin. Nun musst du gehen. Das ist, was die Steintafel besagt. Du musst diesen Weg nehmen. Ich verstehe, Gatwin. Ja, der liebe Justin versteht das, aber er denkt auch an die anderen. Mein Name ist Justin, Steintafel der Prüfung. Ich werde nun den Anweisungen der Geister folgen. Ja, nehmen wir den Gatwin oder den anderen? Wir nehmen mal den der Sterne. Öffne die Spiegel der Sterne. Stopp, Justin. Warum machst du das, Fina? Justin, das ist nicht heldenhaft, das ist dumm von euch beiden. Justin, warum solltest du dein Leben aufs Spiel setzen, nur um die Leute von Dite zu retten? Wenn du stirbst, werden all deine Abenteuer enden? Ist es das, was du willst? Was sagst du denn, Fina? Ich muss gehen, oder die Leute in Dite werden alle sterben. Sagst du, dass das okay ist? Na, wo sie recht hat, sie recht, ne? Ich meine, einer für alle für einen, aber da ist halt so eine ganz spezielle Bindung, die noch gleich zu sehen werden wird. Ich werde gehen. Ich werde in den Spiegel treten. Also, ihr könnt alle hier warten, Justin. Du bist verrückt. Ich würde dich nie sowas für Gefährliches tun lassen, Fina. Nein, das ist, wo das Abenteuer, das Erfahrung und Intuition ins Spiel kommen. Also Justin, bitte, lass mich gehen. Das ist einfach nur eine 50-50. Was hat das mit Erfahrung zu tun? Nein. Okay, Fina, wenn das so ist, dann wähle du für mich, Fina. Ich glaube dir. Der Spiegel, den du wählst, muss in die richtige Welt führen. Justin. Und ich frage dich dasselbe, Fina. Zeig uns den richtigen Weg. Ja, Gatwin. Mein Name ist Justin, Steintafel der Prüfung. Ich werde nun den Folgen der Geister folgen. Ja. Ach, das ist nicht gut. Ich kann nicht wählen. Was ist, wenn ich falsch liege? Ist es okay? Ich glaube dir, Fina. Ich glaube deine Erfahrung als deine Intuition und als Abenteurer. Nein, aber noch mehr glaube ich Fina. Also steh auf, Fina. Steintafel der Prüfung, ich werde nun den Folgen der Geister befolgen. Ich wähle den Spiegel der Sterne, öffne den Spiegel der Sterne. Ja, und sie nimmt den Gatwin nicht gewählt hat. Ich meine, ab jetzt ist eigentlich schon alles klar, weil, ne? Müsst ihr euch mal überlegen, es kommt noch eine zweite CD. Jetzt kann nicht irgendwer sterben, es wäre ein zu großer Umbruch. Naja, und wenn ihr das so im Hinterkopf habt, dann wisst ihr jetzt, ja, gerade wenn wir gestorben. Ja, ist die knallharte Realität. Naja. Justin. Justin, du musst zurückkommen. Aber na sicher. Na dann, Gatwin, achte auf Fina und zu, okay?
Sicher werde ich das tun. Jeder in Dade verlässt sich auf dich, Justin. Na dann. Catherine fand versucht, in diesen Spiegel des Mondes einzutreten. Ich werde niemals den, ich werde den eintreten, den Fina für mich gewählt hat. Den Spiegel der Sterne, ja. Und heißt, er wird, ja, wirklich, also, ja, er bringt es halt nochmal auf den Punkt. Aber wir können auch, glaube ich, nicht weiter zurückgehen, oder? Doch, wir können wieder runtergehen. Cool. Ja, aber nicht weiter. Scheinen wir irgendwie eine Art Teleporter zu sein. Naja. Ja, gab es noch irgendwas dazu sagen, dass Fina jetzt den Anspiegel geöffnet hat? Bist ein tapfer junger Mann, Justin. Wenn du stirbst, werde ich drei Flugdrachen deinem Grab widmen. Aber wenn du zurück lebendig kommst, werde ich sieben Flugdrachen deinen Namen tragen. Das verspreche ich. Kein Grund zur Beunruhigung. Natürlich werde ich lebendig zurückkommen. Ich bin ein erstklassiger Abenteurer. Naja. Dein Gesicht ist nicht eines dessen, das nach Tode sich richtet. Wir vertrauen dir, Justin. Oder wir hoffen auf dich, Justin. Komm runter, komm runter, Justin. Du, natürlich wirst du sicher zurückkommen und gegen die Galai kämpfen. Oder vom Ende der Welt fallen. Moment, was? Ich meine, das ist jetzt irgendwie nur im Vergleich dazu bewiesen. Nicht, dass er es alles nochmal machen wird. Ich meine, wenn er das alles schon gemacht hat, wird er das ja wohl auch schaffen. Ich meine, so war es, glaube ich, ihm gemeint. Es wird alles gut gehen dieses Mal. Ich werde mit dem Speer der Helden zurückkommen. Und sie sagt nur nochmal das Gleiche. Ja. Nein. Ich will mit unserer Grünhaarigen reden. Justin, ich will weiter mit dir für immer reisen. Ich würde es hassen, wenn du ab jetzt weg wärst. Also bitte, bitte komm zurück. Den Weg, den Fina gewählt hat, muss der richtige sein. Ich glaube, Fina. Ja, gut. Moment, was? Neuer Dialog? Warte hier auf mich, Fina. Ich werde absolut zurückkommen. Justin, ja. Okay, das ist der Spiegel, der in die Zukunft führt. Nein, natürlich nicht. Und wieder mal war der Weg, den Fina für mich gewählt hat, der richtige. Danke, Fina. Ja, Justin, wie soll das auch sonst eigentlich sein? Ich meine, ne? Vielleicht war es die Revanchierung für Parkon. Vielleicht aber auch. Naja. Jedenfalls das, der Heldenspeer. Nehmen wir ihn einfach mal. Leider kann man den nicht als Waffe benutzen, das ist einfach nur irgendein Gegenstand. Naja. Und so Indiana Jones mäßig wurde jetzt irgendwie ein Alarm ausgelöst. Speer der Helden wurde rausgezogen. Was ist das? Was passiert hier? Oh, oh nein! Der Turm stürzt zusammen. Ich muss ja schnell raus. Na Justin, dann mal los. Aber bald wirst du nicht kommen. Und zum Glück haben wir ja immer noch den Geisterstein. Was ist dieses Licht? Ich gehe davon aus, dass dieser verdammte Turm zusammenbricht. Justin hat wohl erfolgreich den Speer der Helden herausgezogen. Er wird für immer ein wahrer Held sein. Das ist doch völlig egal. Justin, was ist mit Justin passiert? Ah! Das ist nicht gut. Ja, nur ein paar Stunden und dieser Turm wird zusammenbrechen. Also ich weiß nicht, im Deutschen stand da auch Stunden. Macht das irgendwie Sinn, Stunden? Ich weiß nicht, wie lange die jetzt im Echt hier so reingebraucht haben sollen, aber ich würde eher sagen Minuten. Vielleicht haben sie es ja von Japanisch ins Englische falsch übersetzt und dann vom Englischen ins Deutsche einfach nur auch. Kann natürlich sein. Weil, ich weiß nicht, Stunden macht irgendwie keinen Sinn. Die
soll denn das? Looten wäre doch angebrachter. Fina und Sue, ihr geht zuerst raus. Ich werde hier auf Justin warten, bis er zurückkommt. Auf keinen Fall, ich werde hier warten. Ich werde Justin nicht allein lassen. Fina, lass uns los. Justin wird es sicher gut gehen. Ich werde bleiben. Ich habe Justin ein Versprechen gegeben. Wir zwei für immer. Was machst du, Justin? Lass uns gehen, Gatwin. Moment, was? Ich habe gerade irgendeinen Konsens mitten rein gelabert, kann das sein? Genau. Gatwins Satz ist auf einmal von alleine weggegangen. Ich wusste nicht genau, was er jetzt gesagt hat. Naja, und das waren keine Stunden, Gatwin. Oh nein, der Tower bricht zusammen, Justin! Und, ja, eine kleine, schöne Animation. Wie sie doch gleichwertig auf der PS1. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Spielabschnitte, die mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Oder 50. In diesem Fall 60. Das normale Spiel läuft ja mit 30. Aber die Cutscenes laufen, glaube ich, mit 60. Justin. Der Turm vom Turm ist nichts mehr übergeblieben ohne Licht. Justin, hast du uns nun auch verlassen? Ah, warum muss es gerade du sterben? Warum hätte ich nicht diese beiden zurückgebracht, würde ich mich selbst jetzt umbringen. Justin ist nicht tot, du dummer Gatwin. Hat ihm nicht wehgetan. Justin! Und ja, natürlich. Was passiert? Justin? What? Ow! Ow! Justin! Are you all right? Are you hurt? Are you kidding? I'm just fine. Wow! Justin, you're like a real hero! That's right. You're just the man I knew you to be. Really? Come on, Gatwin. You're gonna make me get embarrassed. Justin. Fina! How about that? I did it! Aren't you impressed? What? What the heck was that for? Uh-oh. Justin! You fool! I... Look at me! I'm crying! You have no idea how worried I was. Fina! Promise me, Justin. Promise that you'll never, ever worry me like that again. I'm sorry. I promise, I'll never make you cry again. I swear. Justin, you had me really, really worried. Hey! It stopped raining! Look! Look, everyone! Over there! It's a rainbow! Ja, und dann sind wir auch schon wieder nach sehr kurzer Zeit wieder zurück. Und ja, alles, was wir jetzt im Turm vergessen haben, bleibt dort. Und naja. Ja, was ich damit meinte, Fina hat ja schon bei Gatwin so ein bisschen Anmerkungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird und so. Ja, und wie man gesehen hat, ja, ich hab's ja schon, glaube ich, im normalen Let's Play schon erwähnt. Die Fina, die empfindet was für den Justin langsam. Und, naja, spätestens bei Gatwin hat man das so ein bisschen leicht gemerkt, ne? So, ja, sie hat jetzt erstmal so wirklich Sorgen um Justin gemacht. Wobei er auch schon beim Fall vom Ende der Welt eigentlich, ne? Ja, was hätte ich denn gemacht, wenn du tot wärst und so, ne?
Aber hier ist das jetzt so ziemlich... Also hier sollte das zu 100.000% klar sein, was hier abgeht. Ne? Wenn es nicht schon nach dem Ende der Welt und bei Gatwin aufgefallen ist. Ne? Nur so nebenbei. So, aber da der Turm jetzt zusammengebrochen ist... Oh, geht doch da weg. Ja, es ist euer Ernst, dass ihr da rumspackt. Ich will da runter. Runter vom Turm. Ja. Das war der Taifunturm. Schlange fand ich, naja, braucht man ein bisschen Anlauf und Glück. Aber ansonsten ging es eigentlich gegnermäßig. Waren die ganz okay. War jetzt nicht zu overpowered, aber es war ganz human. Kann man so sagen. Sonst muss ich irgendwie.